Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer brandneuen Folge von Back to Past. Ich nehme das Video quasi aus dem Nichts auf. Ich saß hier vor 2 Minuten noch ganz friedlich. Also friedlich, ich bin heute schon generell den Tag gestresst. Erst habe ich heute Mittag, musste ich ein privates Treffen noch absagen. Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Und jetzt fällt mir so ganz, ganz plötzlich ein, dass ich das Video für morgen noch gar nicht aufgenommen habe. Und ich habe es letzte Woche schon ausfallen lassen. So, ich habe heute absolut gar keine Zeit. Deshalb reagieren wir auf das kürzeste Video, was wir drin haben. Nee, wir reagieren darauf. So, warte, ich habe die Kopfhörer gar nicht angeschlossen. Tiger, Kommentare sind schon wieder deaktiviert. Ich glaube, wir hatten bisher noch kein einziges Video, wo die Kommentare mal aktiviert waren. Doch, die erste Minecraft Ultimate Folge. Tiger vom 18.12.2015. Das ist jetzt schon fast 6 Jahre her. Wir gucken uns das mal an. 20. Von vorne. Danke. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, Strolli. Warte, das Mikro wird auch aufgenommen, ne? Ich bin heute komplett durch den Wind. Weil ich glaube, ich veröffentliche dieses Video hier auf Strolli24 und Strolli-Vlog. Das kam nie auf Strolli-Vlog. Oh, wer ist denn da so müde? Ich habe ja letztens meine ganzen Katzen aufgezählt. Dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich 10 Katzen hatte. Das ist die zweite Katze. Das ist die zweite Katze, ja. So, also Leute. Heute seht ihr mal ein kleines Video über meine Katze. Und warum war es am Anfang so dunkel? Weil wir nämlich hier eine Stromsparlampe hier. Die Stromsparlampe. Die musste, bevor du das Licht überhaupt brauchst, musst du die 5 Minuten vorher einschalten, damit du, wenn du dann das Licht brauchst, dann auch Licht hast. Weil wenn du die Lampe angeschaltet hast, wenn du den Lichtschalter gedrückt hast, das war immer noch so dunkel wie vorher. Das ging ganz langsam, ging das an. Das dauert immer ewig, bis sie mal an ist. So, hier seht ihr also meine neue Katze endlich mal. Sie ist ja jetzt auch... Stimmt, ich habe die im November gekriegt. Und im Dezember haben wir das Video gemacht. Also die hatte ich da einen Monat. Ach, inzwischen schon das Profilbild. Stimmt, die Katze war lange Zeit mein Profilbild. Dieses Video hier gerade auf. Heute haben wir den 14. Ich habe heute frei, weil am Samstag nämlich Schule war. Da war so ein Tag der Viertklässler. Dann habe ich heute frei, dann kann ich heute auch noch Videos hochladen, nicht wahr? Ja, ja. So, also das ist Tiger. Er ist müde, ja. Ich habe dich jetzt eben aus dem Schlaf gerissen, gell, als ich das Licht jetzt da hinten angemacht habe. Heute zeige ich euch also mal, wie sie hier lebt. Ihr seht da unten schon das Futtertüppchen und noch andere Sachen. Das Futtertüppchen. So, also, heute seht ihr mal, wie gemütlich sie meine Katze hat. Spaß. Der Kratzbaum war später kaputt. So. Die hat es kaputt gebissen. Dann waren nur noch 3 andere Katzen später da. Die haben sich dann zu 6 Katzen entwickelt. Ja, was machst du denn da? Was machst du für eine Katriole? Okay, da ist noch ein bisschen... Ja, das ist alles schon wieder verheilt. So. Ja, ja, Tiger. So, also. Hier ist der Kratzbaum. Diese Vorbesitzerin, die hat den immer Tiger genannt. Immer so... Tiger! Tiger! Wir haben ihn dann nur noch Tiger genannt. Hier hatte mal ein Poster gehangen, das hatte sie jetzt am Wochenende runtergerissen. Da hing so ein hässliches Poster von so einem riesen Meerschweinchen. Oder es waren irgendwelche Eisbären. Also da hingen mal 2. Einmal ein Meerschweinchen, einmal so mehrere Eisbären. Ich weiß nicht, was das da hier war. Hier hängen überall noch die Fetzen. Die muss ich mal abmachen. So, also hier ist ihr Kratzbaum. Hier, das hat sie runtergerissen. Okay, dann muss ich. Da liegt alles voll. Werden. Also das hier ist ihr Kratzbaum, hier hat sie so eine kleine Liege, da legt sie sich mal rein. Da war später so ein riesen Loch drin. Ausgespürt wird. Weil sie da drüben, da ist das Schlafzimmer von meiner Mama, da krabbelt sie immer. Das ist übrigens diese Tür, wo heute der Vorhang da davor hängt. Das war ja die Tür, die sieht man immer in den Kochvideos zum Beispiel. Denn diese Tür hatte folgende Geschichte, als wir hier eingezogen sind. Das war eine Glastür, also hier quasi war Glas. Als wir eingezogen sind, die Tür war ausgehangen und ich wollte die Tür aber allerdings zuziehen. Da habe ich die Tür auf den Kopf bekommen. Glas war in meinem Kopf drin, ich musste genäht werden.
Danach war nie wieder Glas in der Tür. Die stand dann lange Zeit einfach unten im Keller, weil wir die Tür nicht gebraucht haben. Also die Tür, die war normalerweise hier. Hier geht's ja zur Küche rein. Normalerweise war die Tür hier. Aber die Tür, das ist die gleiche Tür wie hier. Also die passt hier an beide Zimmer rein. An beide Zimmer rein, beide Türen. Als wir dann allerdings die... Also diese Tür war quasi die ganze Zeit im Keller gewesen. Und die Tür, die war hier. Ihr seht meine Maus, ne? Ich bin komplett... Es tut mir leid. Dann hatten wir allerdings die Katzen bekommen. Die erste Katze, Baloo. Und dann, natürlich konnten wir dann nicht immer die Küche auflassen. Deshalb haben wir dann die Türen getauscht. Hier quasi die Tür zu. Und diese Tür hier, da haben wir so ein blaues Teil davor gemacht. Und dann hier so eine Gardine, damit die Katze dann wenigstens nicht da durchkommt. Ja, die ist trotzdem durchgekommen. Später haben wir dann einfach irgendwie alles verriegelt. Da ist Styropor in der Tür drin. Dann ist da ein gelber Sack noch mit drin. Die Tür, die hat schon einiges durchgemacht. Und dann wird jetzt zum Schluss ein riesen Tuch drüber gehangen. Und dann haben wir die Tür doch wieder als Küchentür. Ich weiß auch nicht. Auf dem Fernseher und ganz und oben auf dem Kleiderschrank, da stehen die ganzen Figuren. In die Küche darf sie eh nicht rein, nicht wahr? Dann da hinten im Bad leckt sie immer die Klo. Die darf ja nirgends rein, die Arme. Da hinten im Bad leckt sie immer die Klobürste ab. Bei mir, da darf sie nicht rein wegen dem Rollo, weil sie da immer die Schnur abreißt. Und da hinten ins Wohnzimmer darf sie nicht rein, weil sie sonst immer an die Hasen geht. Das ist eine Katze an die Hasen. Weil sie immer hinter den Fernseher krabbelt. Das zeige ich euch später auch noch. So, also heute ein kleines Video. Das mit dem Adventskalender ist ja nichts geworden. Ich wollte ja einen Adventskalender-Playlist machen, dass wir jeden Tag ein Türchen meines alten Kalenders aufmachen. Und dort ist dann ein Zettel drin. Und da steht drauf, was wir machen. Oh, stimmt. Ich habe mal vorgehabt, so ein... Es gab ja früher diese Playmobil, oder die gibt es heute auch noch, ich weiß es gar nicht. Diese Playmobil-Adventskalender, weißt du, wo keine Schokolade drin ist, sondern so Playmobil-Spielfiguren oder irgendwie sowas. Hatte ich mal so einen Weihnachtskalender von. Und da in dem Jahr hatte ich den Kalender vom Vorjahr verwendet und habe dann da irgendwelche Zettel reingemacht, wo Videos drauf standen. Ich weiß noch, Farm Frenzy Let's Show oder sowas alles war das. Es kam nie. Den Zettel habe ich leider schon weggeworfen. Bin froh, dass der Adventskalender... Ja, dann Let's Show Farm Frenzy. Genau. Let's Test. Okay, du bist elektrisch geladen. So, gehen wir mal hier, das hier... Wow. Das hier ist ihr... Was ist das denn? Weiß mir nicht in den Kopf. Der ist ein Spielzeug. Man sieht gar nichts. Ja, jetzt wirst du noch... Guck mal, da war diese Tür vorne noch grün. Jetzt wirst du noch mal aggressiv. Irgendwann haben die einfach die Tür gewechselt. Ich weiß nicht warum. Und hier kommt eigentlich der Futternapf hin. Doch das stellen wir, wenn sie ausgefressen hat. Die frisst das immer in 5 Minuten. Bleib ruhig, Kumpel. Legen wir das einfach immer wieder da raus und machen es dann da in die Küche. Machen Wasser rein. Okay, jetzt hat sie die Hasen gehört. Und abends, ja, also sie bekommt immer morgens und abends jeweils abends um 6 Uhr Futter. Die bekommt, das ist doch nicht so schwer, die bekommt morgens und abends jeweils um 6 Uhr Futter. Wenn sie dann fertig ist mit Fressen, wird der Futternapf genommen, wird in die Küche getragen, wird unter Wasser gesetzt, damit er dann jeweils bei der nächsten Mahlzeit wieder bis dahin sauber ist. Und damit das Futter, was noch drin geblieben ist, die Reste quasi... die am Rand so sind, damit die so ein bisschen aufgeweicht sind, dann kann man das Teil aufspülen. Wir gucken einfach weiter, ich kann heute nicht reden, ich habe keine Zeit. Sie hat wahrscheinlich schon wieder Hunger. Ja, du hast immer Hunger. Okay. Ja, und um 12 Uhr mittags bekommt sie immer ein Leckerli. Doch leider haben wir nichts mehr. Oh. Was machst du da? Und jetzt... Ruckelt. So. Ja, und hier... Das ruckelt, wird's dann so besser. Hat sie ja schon wieder fast gefressen? Naja, sie ist noch nicht da. Trockenfutter. Was machst du denn da? Ja, schöne Pfote. Die jagt das Licht. Ich nehm gleich die Kampfhandschuhe. Du wirst wieder kämpfen, ja? Ja. Es gab so Kampfhandschuhe. Doch irgendwann hat man so eine Katze draufgepisst. Wir haben die Handschuhe gewaschen und dann konnte man die Handschuhe hinstellen. Die waren getrocknet. Also, dann muss man die wegwerfen. Spielen. Die will ihre Ruhe. Ist ja wie gut, dass du schaffst. Ja.
Wer schreit denn Eigentlich da? ist. Oh. Die Irgendwas schreit da Energie ist schon draußen. ganz elektrisch geladen. Ja, es ist schön. Erstmal Okay, fressen. sie will uns das jetzt demonstrieren, wie sie das immer macht. Ich weiß nicht, Glaubt wer da sie so ist. rumschreit. Kann nur sein, Bestimmt. weil gerade Kirmes Sollte sie ist. schaffen, Die ist wird sie eigentlich so das ein paar Kilometer weiter. weiterbringen. Okay, Aber ich höre die dann trotzdem. hier den Kratzbaum. Dann, wenn sie wütend ist, geht sie, springt sie dann immer von der. Ja. Von da drin springt sie dann immer hier rauf und dann da hoch und dann ist sie da. Da Da, und drinnen. dann ist sie Genau, da. wenn ich dann hier so vorbeigehe, dann schaut sie bestimmt an. Man sieht absolut gar nichts. Moment. Okay, jetzt kommt mein Papa. Also Leute, mein Papa ist gerade gekommen. Er besucht uns gerade. Ne? Ja. Wo ist er denn? Also dann geht sie immer da oben hin und hier legt sie sich auch immer rein und das ist sehr Halluzinationen, untypisch. da ist Und dann gar geht sie keiner. immer von da oben, geht sie immer hier mit dem Kopf so rein. Also von da oben. Also die geht dann von da oben immer hier so mit dem Kopf rein und dann hängt sie immer, da hängt sie dann mit dem Pfoten. Mit dem Pfoten. Mit dem Dafür ist Pfoten, das mit ja dem. auch. Hängt sie dann immer ihr Pilz, da hängt sie hier runter. So, und irgendwann kommt sie dann da rein. So, hier geht sie eigentlich selten rein. Und Da steht auch das du hässliche Alpha Proster. Holzgestrüpp. So, hier, das ist eigentlich den Hasen. Das hatten wir schon, das haben wir schon eben. Wir haben Das isst den Hasen. Wer sagt denn das? Das gehört den jetzt Hasen. schon seit 2010 die Hasen. Die sind ja jetzt auch schon 5 Jahre alt. Keine Sorge, von den Hasen wird auch ein Video kommen. Hier ist ihre Transportbox. Was ist da denn drin? Ja? Dann spielt sie auch Ja, immer das ist gerne. der Rat für die Ja, Hasen. wirklich. Hui. Okay, das. Man sieht, ey! Gar nicht mehr. Hier legt sie sich eigentlich auch nie hin. So, dann hier. Wo Manchmal denn? springt sie auch von da, springt sie immer hier über das Bauteil hoch. Nicht wahr? Hier ist ihr Klo, das muss mal wieder gereinigt werden. Junge! Ey, ohne Scheiß, die drei Katzen, die ich jetzt hab, die scheißen mehr als sechs Katzen zusammen. Morgens. Wenn man aufsteht, sieht das Klo so aus. Also wir haben schon mehrere Klos, aber alle sehen so aus. Dann wird das sauber gemacht. Abends sieht es wieder so aus. Und das wiederholt sich jeden Tag. So viel Katzenstreu kannst du gar nicht kaufen. Da braucht man so einen Spülmaschine, das Tonnensack. hat sie schon kaputt gemacht, oder? Was ist denn das, Gut. Junge? Der Riesengenerator. Das ist doch kein Katzenspielzeug. Wir haben Spiel sogar jetzt einen Volleyball. Hundeknochen. Okay. Hier. Und den haben wir für die Katzen gekauft. Das gedacht. Nicht so, dass das mal So, nur dem dann Rudi war hier oder so. hoch. Dann hier hängt die Leine, damit es sich daran Warum hält. hängt eigentlich alles an der Wand? Eine Mückenklatsche. Ein Pinsel zum Saubermachen. Eine Klammer mit Namen drauf. Insekten mit einem Geodreieck Lineal drin. Gürtel. Leinen. Für Katzen. Weil wir wollen wir nämlich jetzt angewöhnen, rauszugehen, aber jetzt im Winter eher nicht. So. Gehen wir als nächstes Mal ins Bad! So, Wir hatten so ein Kloschild. Das ist ein SpongeBob. Entweder der vorm Klo steht oder jemand, der auf dem Klo sitzt und sich so freut. Wenn er sich so freut und auf dem Klo sitzt, heißt das, es ist gerade besetzt. Wenn er so vorm Klo steht, heißt, das ist nicht besetzt. Wo ist das? Wo ist das Schild überhaupt hin? Jetzt wird mal besetzt. Ja, da So, ist hier auf es. der Waschmaschine ist das Katzenstreu mit der Katze auch noch drauf. So, dann hat hier immer das Katzenklo gestanden, doch die Katze darf jetzt hier nicht mehr rein. Ja, die So, hier darf sind die nirgendwo mehr rein Toilette. anscheinend. Hier, da hat sie letztes Mal reingepinkelt. Warum stehen da So, Stifte? hier Und da ist alles so ist das Klo, das dreckig. ist Als ob niemand putzen schrecklich. würde. Ja, jetzt möchte sie wieder hier rein. Was ist Und das hier für legt eine sie sich ins Klobisch? Waschbecken rein. Was machst du denn? Ja, ich weiß, du willst jetzt. Okay, wir nehmen sie mal gerade. Komisch.
Leute, warte. Was mache ich denn mit der armen Katze? Oh, weia! Was haben wir da gerade gesehen? Hui! So, dann lassen wir sie mal runter. So. Ich hab. Dann gehen wir als nächstes mal in die Küche. Da möchte ich schon mitkommen. Also, sie läuft immer hier den Weg und dann springt sie immer hier hoch und schaut dann immer da raus. Und das hier hat sie heute Morgen umgeschmissen. Hat er da unten alles vollgelegen mit Restbleistiften. Da liegt doch immer noch irgendwas. Das Geld! 20 Cent Euro. Schweiz, keine Ahnung. 20 Euro? Nein. Was machst du? Ja, so dein Lecker. Wie? Ja, das müssen wir gleich noch kaufen gehen. Wir gehen ja gleich kaufen. So. Dann gehen wir als nächstes. Ist das eine Roomtour oder was? So, also da seht ihr, da stehen die ganzen Figuren drauf. Guck mal, kennt ihr den Schrank noch? Finale! Susanne, Staffel 6. Sag ich nur. Und deswegen darf sie hier auch nicht mehr rein ohne Beobachtung. Du wolltest sogar schon mal an die Lampe springen. Ist doch kleines Kind. Ja. Du willst jetzt hier rein, ja? Hier, dann geh! Also hier sind ja die Hasen drin. Oh Gott, der Riesen. Das war so ein Riesenhasenstall damals. Den hat mein Vater selber gebaut. Da hinten der Papa. Da muss überall so ein... Ach so, der sitzt da. Überall so ein Zaun drumrum. Also um den eigentlichen Zaun. Noch so, guckt euch das an. So ein Draht. Weil sonst die Katze immer ihre Pfoten da reingesteckt hat und die Hasen so attackiert hat. Dann haben wir so ein Doppel... Die waren eingeknastet. Okay. Keine Ahnung. So, dann haben wir. Hat man ja sogar meinen Vater kurz gesehen. Haben wir hier die Hasen, ja. Sie geht im Stand immer, wenn ein Hase trinkt. Die trinken nur die Hirn. Die sind komplett barrikadiert. Ja, dann kommt die immer hierher und dann fährt sie immer mit dem Pfoten hier rein. Kommt das denn bitte schön her? Da kommt sie schon wieder. Da kommt das Vieh. Mein Papa ist natürlich mal wieder am Tomodachi Live spielen. Das ist das Erste, was er macht, wenn er mal hier ist. So. Ja, ich gehe nämlich mit. So, Leute. So. Da stehen die Bierflaschen. Ach genau, das weiß ich auch noch. Da war mal irgendwann... Nee, hä? Wollte gerade sagen, das war an irgendeinem Geburtstag. Ach doch. Nee, das kommt doch erst, oder? Ende. Nee, war das an. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war mal irgendwann Geburtstag gewesen. Dann hatten wir auch so einen Kasten Bier auf dem Balkon stehen. Der hat da. Okay, das kann eventuell da sein. Der stand dann ja. Ich wollte gerade sagen, das macht keinen Sinn, dass der jetzt da steht, weil wir hatten da Geburtstag, aber das stand ja längere Zeit da. Mach sie immer. Wenn sie einen Rabe sieht, nicht wahr? Komm mal mit! Wir haben hier ganz viele Raben. Der Daser kennt das Geräusch jetzt auch. Tauben. Und die Katze möchte hier raus, ne? Ja, tut mir das. Hier sind die Kampfhandschuhe. Damit kennt ach, guck mal, da sind sie Katze. Ja. Denn wenn man die anzieht, dann, ja, die, ihr seht schon, wenn man die anzieht, schaut sie schon. Keine Augen mehr. Dann spielt man jetzt Tomodachi Live mit dem Creeper. Da ist auch noch ein Teil des Skelettkopfes. Ne, hier, seht das da, sieht aus wie bei den Assis. Ja, was machst du da? Geh weg. Oh Gott, warte, was war das denn? Aber das Wohnzimmer, das war auch teilweise die Abstellkammer damals. Gehen wir erstmal noch in mein Zimmer. So, als erstes haben wir hier meinen Fernseher. Ach, hier wieder unten, eine Roomtour. Will sie immer hingehen. Ich weiß nicht, was sie da will. Hier ist meine Xbox. Hier sind die Edelsteine, die ich euch in dem anderen Video mal gezeigt habe. Die ach Gott, ja. Die Obersteine. Was ist das eigentlich für eine komische Hose? Sind irgendwie weniger, als ich hatte, oder? Warum ist da hinten das ganz schwarz? Warum ist mein Computer jetzt ganz schwarz? Hey, hallo, warum reagierst du nicht mehr? Hallo? Na. Hier doch. Ja, wie oh, YouTube. Ein Video. So, wie YouTube also damals noch aussah. Und ich wollte nur nachspielen. So. Also. Also die Katze läuft ja immer hier rein und dann springt sie hier hoch und dann schaut sie dann auch raus.
Warum muss ich schon wieder so viel verpixeln? Hier möchte sie immer, keine Ahnung, was das sein soll, dieses Gras. Graspflanze hier möchte sie immer fressen. Das war die einzige Pflanze, die bei mir überlebt. Nee, eigentlich nicht. Das frisst sie immer, weil das sollte eigentlich hier hängen. Doch die Katze reißt das immer runter, deswegen habe ich das jetzt hier gemacht. Und das hier ist. Ja, hier sind die ganzen Spiele drin und alles. Den Schrank kennen wir. Ja. Von der Roomtour. Das hier war quasi ein Jahr vor der Roomtour. Also sozusagen ist eigentlich ist das hier die allererste Roomtour. Hier habe ich Geld gelegt. Das ist ganz neu. Das ist von 2015 hier. Oh. 20 Cent von 2015 und 1 Cent von 2015. Da steht es. Kann man noch lesen. Dann habe ich hier solche komischen Edelsteine. Noch ein Edelstein. Minecraft-Figuren, da sind noch mehr. Und hier ist der Adventskalender. Ah, genau, da ist der. Das für meine Katze. Habe ich jetzt Katzenzeug drin. Moment mal. Achso, hier sind sie doch. So, das hier wollte ich wegwerfen, genau. So, hier sind die ganzen Zettel. Die waren alle hier drin. So, und der grüne. Hier, Vorschau auf Minecraft Staffel 3. Können wir leider nicht mehr machen. Video Tomodachi Live. Aha. Das habt ihr jetzt auch gesehen. Video Banjo 2, Video Streit 24 Teil 2. Das stimmt, Teil 4. Vorschau Zelda Link Between Worlds. Können wir auch nicht mehr machen. Let's Play Banjo Pilot, Let's Play Super Mario Maker. Warum ist das so Let's Gold? Let's Play Phineas und Ferb für die Wii, Let's Test Yoshi's Story. Warte mal. Super Mario Maker? Das. Ich hatte doch da gar keine Wii U. Das Farm Frenzy 2, Farm Frenzy 3, Let's Test Zelda Link to the Past. Let's Test Really Scary 4. Ich weiß gar nicht, ob das gibt, weil. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's bis heute noch nicht. Und das wird's auch niemals geben. Let's test things, let's test das, let's show things, let's das da, die du ha. Ferry? Okay, Leute, hier sind noch meine Benchmark-Karten. Da gibt es jetzt auch eine neue. Also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das war jetzt das Katzenvideo. Also, ciao. Was hast du denn? Bleib bei mir, bleib. Ich habe gerade irgendwas gesehen, Leute. Ah, die andere Katze. Der ist die Morla. Die andere Katze, da ist die Morla. Das war die Nachbarskatze. War so eine komplett schwarze Katze. Und die hieß halt Morla. Oder Moachla. Mochala. Ich weiß es nicht. Es gab doch mal auch die Morla the Cat Challenge, die wir gemacht haben. Haben wir versucht, die Katze nachzubauen mit Schokobrötchen. Findet ihr in der Strolli Backt Playlist. Jetzt schaut sie. Da, Morla. Seht ihr da, der schwarze Fleck da? Das ist eine andere Katze, die heißt Morla. Die wohnt da hinten. Falls ihr jetzt übrigens versucht, ne, weil ich habe hier jetzt natürlich alles verpixelt, wenn ich das Fenster rausfilme und alles, falls ihr jetzt versucht, aufs alte Video zu gehen und sagt, ah, da ist es ja dann nicht verpixelt, doch, ich habe es auch verpixelt. Habe ich letztens schon bei dem Klassenfoto-Video gemacht. Was? Wie war das? Ja, dein Punkt da hinten. Ich will's da. Oh, da war anscheinend die fette Nachbarin noch gar nicht da. Morla, jetzt sind wir noch unten. So. Leute, das war also jetzt die Katze. Ich war. Tiger. Was siehst du jetzt schon wieder? Guck mal da hinten. Hey, jetzt ist nichts mehr da. Das ist langsam. Leute, also dann, ciao. Bist du? Was meinst du? Was hast du gesagt? Okay, tschüss. Es ist ein Wunder, dass noch niemand rausgefunden hat, wo ich wohne. Aber okay, das war ein Tiger. Warum habe ich mir das Video angeguckt? Das ist auch wunderschön, dass ich mir hier in dem Format alte Videos angucke. So sehe ich alte Videos. So sehe ich, wenn ich in alten Videos irgendwie was geleakt habe, wo ich wohne.
Und da ist erstmal wieder die Salzdose. Also, Freunde, das war das Video Tiger. Man hat 40% des Videos bestanden aus Tiger. Die anderen 60%, da habe ich irgendwie eine Roomtour gemacht und habe fast geleakt, wo ich wohne. Aber okay, Freunde, schreibt mir doch gerne. Ich kann nochmal zurück in die Playlist gehen, falls... Stopp. Oh Gott, der Ananas. Nein, das ist der Ananas. Der Ananaskopf. Falls ihr also noch irgendeinen Vorschlag habt von diesen weiteren 5 Videos, also das hier ausgeschlossen jetzt, von diesen 5 Videos, schreibt mir doch gerne eins in diese, auf dem Discord-Server, welches ich als nächstes anschauen soll. Ich bin sehr gespannt. Seid auch ihr gespannt auf die nächsten Folgen und ich bin jetzt erstmal ganz schnell weg, weil ansonsten habe ich gar keine Zeit. Tschüss.